Ach, was wir da aber haben, eine schöne Elixquelle. So, vorher haben wir immer 4 bekommen. Wie viel kriegen wir jetzt? 30. Oh ne, das war was anderes. Das sind Elixids. Wäre das nur so ein bisschen weh, ist jetzt doof. Ja, okay, für wie viel? Pass lieber auf deinen Rücken auf. Du weißt nie, wer hinter dir steht. Okay. Wollte ich zwar nicht, aber egal. Oh, was haben wir hier im Feindes? Guck mal. So, das wäre so ziemlich grenzwertig. Da können wir klettern. Müssen wir da warten, du. Hei. Es war doch auf unserer Höhe, das Ding. Es kann natürlich ein paar noch einen Meter unter uns gewesen sein. Wir gehen nochmal kurz dahin. Ich will das jetzt finden, da bin ich ein bisschen drauf versessen. Wer bist du? Ach, York. Yorkshire Terrier. Riley war's. Oh, nö, da hat nichts mit uns. Okay, schade. Wir sehen uns. Wir reden später. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Ah, aber später vielleicht. Wie sieht's aus? Oder vielleicht müssen wir auch noch. Vielleicht, aber da gab's keinen Weg runter. Meine ich. Du willst auch nichts von uns, ne? Die Gedanken sind rein, Bruder. Yo, Homie. Hier war definitiv nichts Verschlossenes. Im Grunde stehe ich jetzt schon fast drauf. So, jetzt sagt das Ding wieder, das war unter uns. Hä? Also ich meine, es wäre vielleicht nur ein Stück, es wäre direkt darunter irgendwo. Boah, es ist wieder dunkel, du meine Fresse. Hier geht's nicht runter, darüber ging es nicht alle drunter meines Wissens nach. Geh lieber. Ja. Entspann doch deinen Tripper, Alter. Was bist du denn so für ein Arschloch? Ah doch, da geht's runter. Guck mal einer an. Da war ich noch gar nicht. Ich speichere mal. Hier hau ich die Hände ab. Ach shit. Ja. Weißt du, wenn du wieder mich sehen konntest, aber von mir aus. Wenn du meinst, mein Freund. Guck, ist das eine Kraft. Was willst du hier? Umgucken. Können wir reden? Ne, wir sind nur ein Minenarbeiter. Gott, was hier rumliegt. Im Untergrund. Ich wüsste dann, was. Das hier ist privat. Halt die Fresse. Suchst du was? Ja. Aber ich find's grad nicht. Mal weg. Das ist komisch. Im Logbuch noch mal kurz was nachschauen. Mission Hochland immer besser. Was willst du hier? Geh mal auf den Sack.
Seid ihr zu zweit? Hallo? Nur noch eine Amtszeit, dann kann ich in den Ruhestand. Ja, schön. Ich finde das Ding nicht. Das ist im Grunde, stehen wir eigentlich direkt davor. Wir stehen mal drüber. Ist irgend... Ich habe keine Ahnung. Kommen wir vielleicht da irgendwo da dahinter? Hier drinnen hast du nichts. Ja, sorry, mein Fehler, falsches Abteil. Ach, fickt euch doch einfach mal allesamt. Geil, ne? Die Textur, awesome. Wo geht's hier hin? Nix, das nicht mehr. LOL! Was willst denn du jetzt? Suchst du was? Ja, immer noch. Wir dürfen jetzt noch fragen. Haben wir irgendwo da dahinter? Also bei denen nicht, da nicht, vielleicht von da aus, oder geht's ja nur hoch? Ist auch kein Türchen oder so. Ich verstehe das nicht. So, im Grunde muss es jetzt unter uns sein. Was? Doch mal noch so einen komischen Dinger. Kann man damit was anfangen? Nö. Ist da irgendwas? Nö. Die haben wir schon gelootet. Wo komme ich hier wieder hin? Ach. Verarsch mich doch nicht, dass du da jetzt nicht reinkommst. Müssen wir da ein bisschen Strecks, Jetpack vollgeladen ist, du. Da ist eine Alpha, wenn ich komme da einfach nicht rein. Crasht aus. Ray, geh mal auf den Sack. Mechanismus? Ja? Er passt. Ach so. Es geht die Luke da unten. Hier ist alles getan. Ja, ich wollte es auch gar nicht, weil ich meinen Magnesiumfackel aufheben. Ich war nur noch zu schnell mit dem Finger. Boogie! So, mitnehmen. Nur schon mal vorsichtshalber. Wo geht's hier jetzt hin? Aha. Ich weiß, da stand wer. Ist mir gerade egal. Huch! Hundi! Au! Hundi looten. Weil die Pestrate ist egal. Das gleiche. Okay, da hinten ist schon mal nix. Da geht's raus. Das heißt, ich hätte gar nicht den Mechanismus gebraucht. Ich war auch so hier hinkomme. Hi, Pestrate. Au! So. Jetzt will ich meine Magnesiumfackel wieder. Dankeschön. War ich hier rausgekommen? Ah ja! Oh, Schwefelader. Her damit. Damit sind wir 4 rausgekriegt. Jetzt bin ich hier schon für Metz rausgekriegt. 5 oder 6? 20? 6. Sehr schön. Hat sich schon mal gelohnt. Gut. Und dann müssen wir jetzt zu dem Typ hier wieder zurück. Dachte schon. Oh! Die steckt in der Wand drin. Das ist aber schlecht jetzt.
Das tut weh. Die hat Probleme mit dem Hintern, du. Ja, schmeiß halt die Magnesiumfackel fort, ist mir jetzt auch egal. So. Hello! Die Kralle soll dein Zeuge sein. Katas Kralle! Ah! Du bist also derjenige, der Kata geholfen hat. Ja. Das spricht für dich. Ich lasse dich durch. Sprich mit Hector. Er wird dir alle deine Fragen beantworten. Hä? Okay. Ich darf mich ja bedienen, ne? Mach einfach mal. Ich spreche gleich mit dem. Was gibt's hier noch? Verschlossen. Ohne Schlüssel wird das nichts. Egal. Kriegen wir auch noch auf. Elixir. Ohne Schlüssel wird das nichts. Hector hat er gesagt. Grisu? Hast du was zu verkaufen? Du bist dann wohl... ja. Du bist dann wohl der Händler hier. Oh, was hat mich verraten? Halt, warte. Verrate es mir nicht. Es war der Fakt, dass ich dich gefragt habe, ob du etwas verkaufen willst, oder? Also ja, ich bin dann wohl der Händler hier. Wenn du mehr Diebesgut als gefordert hast, dann werde ich es dir abkaufen. Ja? Ich habe Diebesgut zu verkaufen. Dann, zeig mal, was du hast. Ich dachte schon so, hä? Ich habe echt Diebesgut? Krass. Wer bist du? Jasma. Hi, mein Name ist Jasma. Hi. Und bevor du irgendetwas sagst, muss ich dir etwas sagen. Du springst in die Luft. Ich will nicht wissen, wer du bist. Ich will nicht wissen, wie du heißt. Ich habe kein Interesse daran, wo du herkommst oder was du hier machst. Wenn du dich daran hältst, kommen wir gut miteinander aus. Wenn du nichts von mir wissen willst, dann erzähl mir etwas von dir. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe mich mein Leben lang alleine durchgeschlagen. Ich konnte schon immer gut klauen. Ich musste es zum Überleben lernen. Eines Tages wurde ich selbst ausgeraubt und schwer verwundet zum Sterben zurückgelassen. Ein Outlaw namens Red hat mich damals gefunden. Er half mir wieder auf die Beine zu kommen. Nee. Er sagte mir, er kenne einen Ort, an dem ich sicher sei. Im Gegenzug müsse ich einigen Leuten meine Fähigkeiten beibringen. So bin ich hier gelandet. Zufrieden? Ja? Wieso willst du nichts von mir wissen? Ich kenne dich nicht und ich will dich auch nicht kennenlernen. Aber ich jetzt? Habe keine Ahnung, ob ich dich mag oder nicht. Aber die Krallen haben die Angewohnheit zu verschwinden und nie wiederzukommen. Das ist mir einmal zu oft passiert. Aha. Kannst du mir dann auch etwas beibringen? Da du an Darius vorbeigekommen bist, kannst du kein schlechter Kerl sein. Also bitte, was möchtest du wissen? Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Na gut. Schlösser knacken. Bergbau und so, ja, ja. Dietrich bricht eine Wahl, ist natürlich traumhaft. Man glaubt nur zweimal. Soll man was auf Klauen machen? Ne, ich wollte es für Fernkampfangriff aufbewahren, ne? Grisu? Ach, das war der gerade. Ist auch verschlossen. Darf ich mitnehmen? Danke. Darf ich mitnehmen? Danke. Ist verschlossen. Ist auch verschlossen. Ach, fick dich. Kleiner Mana-Trank. Gut. Was gibt's ja noch? Oh, Macht der Regenten, heilige Waffe. Muss es gewesen sein. Das ist ein Pokal, goldener Kelch. Verschlossen, auch verschlossen. Sag einmal! Wir reden gleich, Hector. Muss jetzt noch looten. Okay, da kommen wir so nicht rauf. Wollte gerade schon sagen, aber kommen wir von hier aus runter? Ja klar, da kommen wir hin. Ganz easy, aber... So, Hector, hallo. Ich wurde zu dir geschickt. Hat Darius dich also durchgelassen? Ja. Das heißt wohl, jemand hat sich für dich verbürgt. Ich nehme an, du hast eine Menge Fragen. Ja. Was ist das hier? Das hier ist unsere Zentrale, wenn man das so nennen kann. Da das Netzwerk der Krallen sehr dezentral arbeitet, halten wir es hier auch nicht sonderlich hübsch. Die meiste Zeit ist sowieso kaum jemand hier. Mhm. Von was für einem Netzwerk redest du? Wir sind überall.
Wir haben diesseits der Berge in jeder größeren Siedlung unsere Männer sitzen. Und je mehr Leute wir für unsere Sache gewinnen, desto schneller wächst unser Netzwerk. Keiner von uns kennt alle aus dem Netzwerk und niemand weiß, wie groß wir inzwischen sind. Wir erkennen uns durch unser Markenzeichen, die Kralle. Wir treffen uns, sagen, was wir zu sagen haben und dann vergessen wir uns wieder ganz schnell. Mhm. Wer genau sind die Krallen? Wir sind, wie sage ich das am besten, wir verteilen die Werte neu, wenn du verstehst, was ich meine. Ihr seid Diebe. Dieb ist so ein hässliches Wort. Aber ja, ich denke, man könnte uns so nennen. Ein organisiertes Netzwerk fähiger Diebe. Wir kennen keine Ränge. Bei uns sind alle gleich. Es interessiert uns auch nicht, woher du kommst. Wir haben die Streitigkeiten, die die Gemeinschaften draußen führen, längst überwunden, denn wir wissen, dass letzten Endes nur das Elixit unser Überleben in der neuen Welt sichern kann. Aber kommen wir zum eigentlichen Grund deines Besuches. Jetzt, da du weißt, wer wir sind. Möchtest du ein Teil unseres Netzwerkes werden? Sekunde. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Hector. Ich bin so etwas wie der geistige Anführer unseres Netzwerkes. Ich war dabei, als der Aufstand des Dukes gegen den Blutigen in Tavar begann. Damals habe ich beschlossen, dass es so nicht weitergehen kann. Ich bin hier nach Abessa gekommen und habe die Krallen gegründet. Mhm. Was sind die Ziele der Krallen? Wie dir mit Sicherheit nicht entgangen ist, herrscht dort oben Krieg. Ja. Krieg um Land, Krieg um Ressourcen, um des Krieges willen. Alles, was wir tun, ist dafür zu sorgen, dass wir mit vollen Taschen dastehen, wenn der Krieg vorbei ist. Wenn sich die Alps und die Kleriker gegenseitig in den Boden gebombt haben, kommen wir an die Oberfläche. Wir sammeln Reichtümer und sparen sie an, bis wir genug haben, um in der neuen Welt ein Imperium darauf zu errichten. Ja. Ich möchte bei euch mitmachen. Das Privileg hast du dir verdient, als du es an Darius vorbeigeschafft hast. Hier, nimm diese Kralle. Sie wird dich als einer der unsrigen ausweisen. Wenn du willst, werde ich dir jetzt erklären, wie das hier läuft. Okay, Sekunde. Ja, erkläre mir, wie ich euch helfen kann. Also pass gut auf, denn ich erkläre unsere Vorgehensweise nur einmal. Ach jetzt. Unser System ist so aufgebaut, dass du auch weiterarbeiten kannst, wenn niemand hier ist. Siehst du die Truhen da drüben? In der einen findest du Aufträge, wir nennen sie sehr kreativ Auftragstruhe. Dort drinnen findest du Jobs, die erledigt werden müssen. Nimm dir einen Auftrag, klaue die geforderten Gegenstände und bring sie zu einem unserer toten Briefkästen. Mhm. Wo finde ich eure toten Briefkästen? Guck dich in den großen Siedlungen um. Dort stehen recht auffällige Mülleimer herum. Schmeiß das Zeug da rein. Alles, was du darüber hinaus stiehlst, kannst du hier bei Grisou verkaufen. Wie bekomme ich meine Bezahlung? Sobald einer unserer Leute das Diebesgut aus einem der toten Briefkästen geholt hat, wirst du deine Bezahlung hier in deiner Truhe finden. Sie steht dort drüben. Jeder von uns hat seine eigene Truhe. An den anderen hast du nichts verloren. Und jetzt habe ich zu tun. Geh und schnapp dir einen Auftrag aus der Truhe und leg los. Viel Erfolg. Okay. Jetzt hört sich jetzt nach extrem viel Arbeit auf einmal wieder an. Ohne Schlüssel wird das nichts. Katas, Xanders Truhe. Rats-Truhe. Ich rascht aus, Alter. Auftragstruhe. Vorratskisten. Okay. Na, dann gucken wir nochmal. Halt, Logbuch. Eispalast. Alter, was hier wieder abgeht. Abbesser im Auftrag der Krallen. Woran bestehlen? Woran der Tavernenwirt aus Edan schenkt nicht nur ein gutes Bier aus, er hat auch einige vorherige Bonken, von denen er scheiße drin ist. Okay. Machen wir doch. Bei dem waren wir nicht schon. Der hat mal schon rausgelaufen. Hehe. So, gehen wir doch mal wieder dahin. Ich wollte es eigentlich mal was anderes reinskillen, aber Diebstahl wäre jetzt nicht verkehrt. Na gut. Klauen. Jupp. Schleiche dich mit Alf von hinten an jemanden heran, um in deine Taschendiebstahl zu begehen. Aber pass auf, dass dich keiner sieht. Jupp.
Erlaubt dir in der Schnipsel einen weiteren Gegenstand zu klauen. Ja. Naja, gut, okay. Dann im Auftrag der Kralle. Wahrscheinlich ist im Keller unten, aber den haben wir schon mal komplett ausgenommen. Ist ja geil. Es heißt eigentlich, dass die Kaka-Tusi-Tante da wirklich klaut hat. Wurde dabei erwischt. Die Hupe. Naja, sie hat es wenigstens wieder hingeschafft. Aber wartet mal, wir reden mal kurz mit ihr. Nachdem wir die Sache geholt haben. Wird im Keller sein, ne? Mitunter. Manche Dinge bleiben besser unausgesprochen. Ich mag neugieriges Packen. Ja, ich gehe schon. Ja, lauf nur. Das heißt, wir müssen warten, bis es dunkel wird. Das ist gerade nicht mein nächster Tag. Hatten wir nicht irgendwo eine Uhrzeit mal? Oh, es wird ein falsches Spiel, gerade wo ich kopftechnisch bin. Ja, das ist das falsche Spiel. Eine Ingame-Uhr wäre jetzt toll. Wer ist das? Wache. Okay, wir gehen auf jeden Fall mal zu ihr. Das ist die Setzerin. Das ist eine Wache. Die ist ja da unten, ne? Das Problem ist, wenn wir noch einen Berserker waren, sind wir da einfach reingekommen. Reingekommen, wie auch immer. Speichern wir mal. Lisa, hallo. Halt die Ohren, Steff. Kata. Doch, Kata heiße. Und ich sag uns auch nichts dazu, schade. Scheiße, nichts gibt, wo man die Gegner einschläfern könnte. Das war traumhaft. Das Kämpfen überlasse ich den anderen. Ich bin mit der Harke besser als mit dem Schwert. Wenn die Werker so weiter ackern, wird Goliath bald eine beobachte dich. Ja, ja, alles gut. Verrückt. Ist das jetzt alles Diebstahl, was ich hier mache? Du bist nicht der Erste, der mir das erzählt. Ist die Kiste außerhalb? Ständig nasse Füße. Der einzige Vorteil ist, dass ich sie nicht waschen muss. Das ist jetzt aber kompliziert. Okay, das wird jetzt nicht mehr ganz so einfach. Ich mag neugieriges Pack nicht. Ja, ich gehe schon. Ich bin dann mal weg. Wir laden. Ich finde die Dinger gerade nicht. Wo sind die? Hä? Das Geheimnis hat sie mit ins Grab genommen. Ist eine Bank? Ist ein Krug? Wir sind ein bisschen verunsichert. Es hat Verluste gegeben. Ja, schlimme Sache das, aber trink dir einen und schon sieht die Welt anders aus. Wir haben endlich Unterstützung beim Abernten der Heilkräuter bekommen. Na bitte. Wenn du so weiterschleichst, bekommen wir ein Problem. Lol, bis alle gleich reagieren. Dorn mag seine Fehler haben. Aber seine Leute liegen. Wo zum Teufel ist es in die fucking Kiste? Hier wird nicht geklaut, klar? Nö, ja, mal vor. Hä? Die muss doch irgendwo hinter dem sein. Türstück soll man mopsen, ne?
brauche ein Bett. Hast du nicht, da konnte man nicht da pennen bei ihr? Ich schlafe einfach mal bis Mitternacht. Mitternacht, so. Alles Bauchschläfer in dem Spiel, voll krass. Ich werde nur noch kurz ein bisschen warten, bis da ein paar sich verteilt haben. Tiefer? Ich hatte das ja im Keller. Muss ich das von dem direkt klauen oder was? Ich check's nicht. Wenn du so weiterschleichst, bekommen wir ein Problem. Halt die Fresse einfach. Ich check die Aufgabe ganz nett. Ich muss Vorratskisten klauen. Okay, kapiert. Verzieh dich! Was? Dreckiger Dieb! Ach ja, genau! Ich hab gar nichts geklaut, Mann! Also ist mit dem Klauen ein bisschen ugly. Hab ich das Gefühl. Lass die Technik lieber stecken! Halt die Fresse! Dann frittiere ich euch alle gleich tot. Das ist unter uns, ne? So. Geht's hier irgendwo noch tiefer? Na klar geht's hier noch tiefer. Gibt's hier irgendwo einen Hebel? Da kann ich nur klettern, ne? Da ging nichts anders. Mit Ray quatschen. Wo geht's denn hier bitte noch tiefer runter? Ich bin irritiert. Ich bin sehr irritiert jetzt. Sowas hätte ich auch gerne. Ja, lässt sich einrichten. Komm zu uns, sei dabei, spiel den Kick von Coca-Cola. Wer jetzt noch weiß, aus welchem Ding sie stammt. Ach, da ist es. Ist das Zeug? Was nee, ist ein Exitbeutel. Wo soll denn das sein? Ich hab gedacht, das war unten in seinem Keller drin. Das Dorf könnte natürlich der Mülleimer sein. Muss ich drei klauen oder wie viel? Vier Stück Vorräte, aber wo? Eine müsste direkt auf unserer Höhe sein. Ist ja jetzt neu, dass wir irgendwas zerschlagen müssten hier. Hä? Hier ist ein Krug mit. Ich bin ratlos, ne? Keine Ahnung. In seinem Haus? Nee, das war zu weit weg.
Suchst du was? Ja, find's aber nicht. Und ich kauf's auch gerade nicht. Was ist denn los? Gibt's hier einen Weg, wo ich total übersehe? 50.000 Mal hier vorbeigelaufen bin? Hier ist ja nix. Denkst du? Warte mal, hat er vielleicht noch eine. Ich spreche die Mission gleich ab. Ich zwackle hier jetzt eine Ewigkeit herum. Da ist er selbst dran schuld. Der hat hier aber auch keine zweite Etage oder so. Gibt's hier einen separaten Keller, Jungs? Wisst ihr was? Ich muss was klauen. Ich habe es dir schon so oft gesagt. Bist du dir sicher? Ich check's nicht. Vor wem versteckst du dich? Von Nina, niemandem. Vor wem versteckst du dich? Oh Gott, könnt ihr euch alle mal verpissen? Bis dann. Bis dann. Zu einfach. Wir sehen uns später. Sein Kellerschlüssel braucht dich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, und jetzt? Wo ist der Keller? Ich dreh durch. Das habe ich schon einmal gehört. Hier nach oben werden wir schon kommen. Nee, da ist nicht nix. Der hat auch nur da unten den einen. Erstmal was essen. Wer zu viel schwitzt, fängt an zu stinken. Ich weiß auch nicht. So kann das wirklich nicht enden. Nö, kein Bock. Ist mir jetzt zu blöd. Sorry. Mein alter Kleider ist. Lager der Mitte. Yep. Nö, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann euch gerade nicht weiterhelfen. Ich finde da nichts. Ja, ich habe extra sogar noch einen Schlüssel geklaut. Ja, aber der hat immer was dabei. Wenn ich die gerade noch schützen will, sollte die Mission Oran bestehlen. Oran, der Tavernwirt aus Elan, schickt ein gutes Bier aus. Er hat auch einige Vorräte gebunkert, von denen er nur schwer zu trennen ist. Jemand sollte sich die Sache annehmen. Den Schlüssel für seinen Geheimversteck trägt er, wenn Informationen stimmen, immer bei sich. Vorräte 0 von 4. Ja, und wo ist sein fucking Keller, Alter? Nur mal so. Und? Wie ist der Stand? Wir sind fast da. Aber eben nur fast. Was genau brauchen wir noch, um den Gleiter startklar zu machen? Eine deiner linken Steuerdüsen hat einen Schlag abbekommen. Ich würde damit so keinen Start wagen. Es sei denn, du willst immer nur im Kreis fliegen. Ja. Wie kommen wir an eine neue Steuerdüse? Diese Dinger sind schwer zu beschaffen. Der einzige Ort, wo ich so etwas vermuten würde, wären die technischen Sammellager der Alps in der Nähe des Eispalastes in Xarkor. Nur die Alps bauen diese Art von Gleiter.
Okay. Beeil dich mit der Fertigstellung des Gleiters. Ich muss zum Eispalast fliegen. Die Alps sammeln ihre Kräfte, um die freien Länder anzugreifen. Wir müssen ihnen zuvorkommen. Was denn? Ich hab das Ding fast so weit, dass alles schon wieder... Und dann noch nach Xakor. Kommt gar nicht in Frage. Vergiss nicht, die Hälfte von der Kiste gehört mir. Ui, du tust, was ich dir sage. Kälte wird entsprechend. Der Gleiter ist die einzige Chance, die freien Menschen von vorherigen Angriffen zu retten. Kälte wird entsprechend. Was ich tun, den Gleiter überlässt, wenn es soweit ist. Hier. Der Gleiter ist die einzige Chance, die freien Menschen vor dem bevorstehenden Angriff der Alps zu retten. Ich habe befürchtet, dass du so etwas sagen würdest. Meinetwegen. Wenn ich soweit bin, dann sollst du deinen Gleiter haben. Und noch was. Tu mir doch bitte nicht so, als wüsste ich nicht, wer du wirklich bist, okay? Ich habe schon eine Ahnung, was du vorhast. Muss ja nicht heißen, dass es mir gefällt. Aber egal. Bis wann muss der Gleiter einsatzbereit sein? Bevor ich zum Eispalast fliegen kann, gibt es noch ein paar Dinge, die erledigt werden müssen. Ach ja? Und was genau? Was? Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt? Der Weg zum Eispalast wird bewacht von einer Armee der Alps. Wenn sie uns beim Einmarsch nicht in den Rücken fallen sollen, muss ich mich um die Alpkommander in Xakor kümmern. Ich muss noch klären, was die Separatisten tun werden, wenn wir in Xakor einmarschieren. Thorals Elex-Experiment ist noch nicht vollzogen. Die Sache mit dem Code zum letzten Shot des Hybriden beschäftigt mich. Ich muss das klären, bevor ich den Eispalast betrete. Du brauchst noch deine Steuerdüse für den Gleiter. Tja, hört sich so an, als gäbe es da noch einiges zu tun. Komm wieder, wenn das erledigt ist. Ich werde mich ranhalten, dass der Gleiter rechtzeitig fertig ist. Hoffentlich sind wir schnell genug, bevor die Alparmee hier bei uns einfällt. Eine Sache, die mich noch interessieren würde. Man sagt sich, dass du gegen deinen Bruder kämpfst. Und weiter? Nun, es heißt, Kallax und du seid einst die größten Feldherren der Alps gewesen. Und heute verbitterte Feinde. Ja. Auf kurz oder lang werde ich mich Kallax stellen müssen. Bist du denn mittlerweile stark genug? Ich meine, nach all dem hier? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Dann viel Erfolg. Lass dich nicht unterkriegen, okay? Gut, passt. Hier könnte man verweilen. In seinem Keller, ja. Wer bin ich? Der Torwächter. Die letzte Zutat. Kais möglich ist der Schlüssel zum Erfolg. Sie könnte von Thorald die letzte Zutat sein, die ihm noch zu einem Elex-Experiment fehlt. Ob Kaya sich dazu bereit erklärt, um die Sache mitzumachen? Nein, vergiss es! Genau, das machen wir jetzt. Fragen wir mal nach. Mal gucken, was wir dazu sagen. Wie heißt denn nochmal der Typ? Fällt es nicht mehr ein. Wir haben auf jeden Fall Ray hat uns geliebt, hat mit dabei. Kommen wir einfach noch rein. Ich mach das. Au! Chill mal. Ich warte hier. Ja. Ich bin wieder da. Hallo. Brauch ein paar Steaks mal für zwischendurch. So 3 Stück. Ray schließt sich dir wieder an, denn Ray hat dich lieb gehabt. Irgendwann mal. Hey. Hi. Jetzt nicht. Okay, dass sie manchmal irgendwelche Soundspuren haben, schon geil. Hi. Assess-Tag. Wann hast du meinen Bruder das letzte Mal gesehen? Vor ein paar Tagen vielleicht? Kallax wurde in den Eispalast zurückbeordert, soviel ich weiß. Ah ja. Die Alps bereiten sich vor. Bald schon werden wir mit ihrem Großangriff rechnen müssen. Ich werde den Eispalast angreifen. Du hast Großes vollbracht. Was meine Agenten mir über deine Fortschritte berichten, ist beeindruckend. Doch wie steht es um deine Gesinnung? Was meinst du? Nach dem, was ich so höre, scheinst du dir noch nicht sicher zu sein, für welche Seite du dich entscheiden wirst. Kämpfst du nun gegen den Hybriden? Oder ist dein Beweggrund immer nur noch deine Rache an den Elexitoren? Ja.
Ich bin auf der Seite der Menschen. Sie sind es, die schon seit Jahren ausgebeutet werden. Das muss endlich aufhören. Ah ja, interessant. Doch wie steht es um den Hybriden? Wirst du nun zulassen, dass er weiterhin die Geschicke der Alps kontrolliert oder nicht? Denn bedenke, wir werden nur an deiner Seite stehen, wenn du auch unsere Interessen vertrittst. Andernfalls wirst du die Konsequenzen tragen müssen. Moment mal, was kann ich denn sagen? Der Hybrid muss weg. Ich bin mir sicher, dass man vernünftig mit den Hybriden reden kann. In nichts, was ich bisher draus fand, hat jemand... Ja, du musst weg. Der Hybrid muss weg. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Nun gut. So könnten wir eine reelle Chance gegen unsere Widersacher im Eispalast haben. Wir sind dabei. Doch muss ich erst noch einige Vorkehrungen treffen. Wir sehen uns im Xarkor, Jax. Der Sieg wird unser sein. Aber nun beeile dich und erledige deine letzten Aufgaben. Die Zeit rennt. Oh. Naja, sehr geehrte Herren, was denn passiert? Nächsten Abschnitt von der Aufnahme. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.